Hey, wir sind Arthur und Michael von 30.000.de. Wie ihr wisst, schreiben wir regelmäßig über Denkweisen erfolgreicher Unternehmer auf unserer Webseite. Und wir haben uns heute mit einem getroffen, einem sehr interessanten Immobilieninvestor aus Düsseldorf. Sein Name ist Alex Fischer. Genau. Seine ersten Erfahrungen mit dem Thema Immobilien hat er 1993 gemacht. Er hat ja seine erste Immobilie verkauft. Und über die Jahre bis heute hat er ca. 2.000 Objekte gekauft, saniert und wieder verkauft. Und mittlerweile besitzt er in Düsseldorf ca. 10.000 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf ca. 200 Objekte, also Wohnobjekte, und kann sich so einen Cashflow, einen passiven Cashflow, allein durch Mieteinnahmen von fast 1 Million Euro im Jahr sichern. Ja, wir haben uns in ihm seinem Loft getroffen, hatten ein sehr angenehmes Gespräch und wünschen euch natürlich dabei viel, viel Spaß. Viel Spaß! Ich habe schon mit 14 die ersten Sachen gehandelt. Mhm. Und zwar habe ich damals in der PC-Zeitschrift gelesen, wie man Digitizer bauen kann für den Commodore 64. Die jungen Unternehmer werden das vielleicht nicht mehr kennen, aber das war so der erste Heimcomputer, den es so gab. Dann habe ich Platinen geätzt, sehr zur Freude meiner Mutter, weil das macht man ja mit Säure. Und die habe ich dann mal schön in den Ausguss gegossen. Der sah danach nicht mehr so toll aus. Und so weiter und so weiter. Und habe die dann über Anzeigen verkauft. Ne? Und wow. Die bei der Sparkasse sahen mich schon immer ganz komisch an, wenn ich dann irgendwie so regelmäßig zum Kontoauszug drucke. Und dann hatte ich meine Belege von der Post. Das war also mit, also der Postbote hat dann kassiert. Und dann habe ich das immer alles so, verglichen und so weiter. Und ich fand es schon immer toll, Sachen zu kreieren. Und wie soll ich sagen, Sachen, die eben Wert haben, oder wenn du was kreierst, was einfach wertvoll ist, dann verdienst du damit auch Geld. Mhm. Wenn nicht, halt nicht. Platin-Gates, was jetzt genau? Was war das jetzt genau? Ein Digitizer, das heißt, man konnte damit Sound digitalisieren, was jetzt heute vollautomatisch in jedem Computer drin ist, war damals der Knaller. Ne? Also Commodore 64, musst du dir vorstellen, 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Und damit konnte man wirklich Sprachaufnahmen digitalisieren. Ja? Das ist heute ganz normal, aber das war halt früher nicht drin und das hat man dann einfach da als getrennte Schaltungen geätzt, zusammengelötet und so weiter. Aber wie bist du denn darauf gekommen? Also ich meine, hast du da selber einen gehabt und gemerkt? Ich habe mir selber einen gebaut und fand das Ding cool und dann habe ich einfach eine Probeanzeige gemacht. Habe eine geschaltet, hallo, zu verkaufen, und dann kam da sehr viel Rücklauf drauf und dann habe ich angefangen zu produzieren. Also das war zum Beispiel ganz lustig, kann ich auch jedem Unternehmer nur empfehlen, erstmal zu testen, gibt es denn überhaupt eine Nachfrage danach? Weil ich habe früher dann, also was ich als Jungspund automatisch richtig gemacht habe, habe ich später dann falsch gemacht. Ne? So, das heißt, heute würde ich immer erst wenig Arbeit investieren, dann erstmal schauen, ist eine Nachfrage da, wirklich testen, Probeanzeigen, Probemarketing und so weiter und so weiter. Wenn man sieht, oh ja, da ist wirklich welche da, dann Gas geben und abliefern. Ja, ist ja dieses typische Lean-Startup. Prinzip. Was haben denn deine Eltern gesagt, dass du so auf einmal gesagt hast, hey, ich möchte gerne Anzeige schalten? Ja, die habe ich ja nicht gefragt dazu. Also meine Eltern sind Lehrer, die fanden das alles sehr merkwürdig. Wir hatten also auch ein zentrales Telefon, noch so schön mit Wählscheibe denen war das eigentlich alles egal. Die sagten nur, Mensch, man merkt, dass dein Großvater irgendwann mal Schweinehändler war. Das ist irgendwie in den Genen durchgekommen. Ja. Aber was die mehr gestört hat, war mehr, dass da uns Telefon geklingelt hat. Klar. Und ich hatte dann noch einen kleinen Trick, das sind so die Jugendzünden, weil damals zu Commodore-Zeiten, danach war es Amiga, das war dann die nächste Stufe und danach kamen erst die PCs, da war Raubkopieren sehr in, ne? Das heißt, da wurde raubkopiert, das habe ich mir aber nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das kann, wenn du das verkaufst und so weiter, da bist du aber richtig fällig. Aber es gab da so einen Trick, da gab es so Hackergruppen. Mhm. Und die haben nicht nur Software gecrackt, sondern die haben auch selber welche geschrieben. Eine Software davon war Soundtracker. Das war eine Software von Amiga, also das ist heute alles Kindergarten, ne? Aber damit konntest du richtig coole Songs und Musik mitmachen und das hat eine Hackergruppe geschrieben. Diese Hackergruppe war aber selber, wenn du so möchtest, bekannt, dass sie sehr viel gecrackt haben, also Software geknackt haben. Mhm. Ne? Dann habe ich mir gedacht, toll, dann verkaufst du doch deren Software einfach, wer soll dich anzeigen? Ne? So, das führte aber dazu, dass dann bei mir dauernd das Telefon geklingelt hat und meine Eltern echt die Krise gekriegt haben. Oh Gott. Naja, das waren so die Zünden.
Guckst du von Platinen, wie bist du denn jetzt generell auf Platinen gekommen? Also überhaupt diese, diese nee, einfach Technik. So, ich fand's toll. Und das Problem ist mit 14, oder ich glaube, ich war mal unter 14, da kannst du ja noch nicht, gar nicht arbeiten. Hm. Und meine Eltern haben mich auch immer relativ knapp gehalten. Und die hatten zwar Geld, aber die waren der Meinung, das muss so reichen. Hm. Also reich waren sie nicht, waren halt Lehrer. Ne? So, aber trotzdem so, für meine Fälle haben die mich trotzdem relativ knapp gehalten, was auch gar nicht schlecht war. Weil dadurch bei mir so irgendwie, nee, ich will was verändern. Und da war, und das führte dann einfach dazu, dass ich dann Wege gesucht habe. So, und dann habe ich halt auch hart gearbeitet, wie zum Beispiel Zeitungen austragen. Das kannst du dann mit 14 machen. Und wenn du das mal gewohnt bist bei Wind und Wetter, so mit dem alten Fahrrad, vorne einen Korb drauf, hinten einen Korb drauf, und dann fängst du an, da durch die Gegend, und dann schneit es und dann regnet es und dann fällt dir dein Fahrrad um und die ganzen Zeitungen, und irgendwann sagst du, oh nee. Ja? So, und das war halt für mich damals Arbeiten. Ja, und ich habe zum Beispiel im Erdkundeunterricht, da hieß es dann, die Japaner, die arbeiten 12 Stunden am Tag. Na, da dachte ich mir, boah, wenn ich 2 Stunden Zeitung austrage, kann ich mir schon die Kugel geben, und die arbeiten freiwillig 12 Stunden am Tag. Nee, also ich werde, glaube ich, mal arbeitslos. Ne? So, also das war nee, das nicht. Ne? Und ich habe dann als Jugendlicher immer wieder, weiß ich, bei Develei gearbeitet. Das ist so eine, ich komme aus München, bei München und Unterhaching, die füllen die ganzen Ketchups ab, die machen die ganzen Soßen für McDonald's. Und in der Ketchup-Abfüllung ist es halt 40 Grad heiß, und da machst du den ganzen Tag nur so Fließband halt. Und das waren dann halt Sachen, weil ich habe im Baumarkt gearbeitet und so weiter, und das waren halt irgendwie Sachen, wo ich mir dachte, nee, also das packst du nicht. Ne? Und so habe ich dann halt nach Alternativen gesucht. Ne? Und war halt immer so, naja, lieber mal Vollgas geben und vielleicht auch was machen, was kein anderer möchte, wie zum Beispiel Akquise. Das mögen ja viele nicht. Ja. Aber dann nur 2 Stunden arbeiten oder 3 anstatt 10. Ja, also lieber 3 Stunden hart als 10 Stunden so Durchschnittszeugs. Ne? Genau, das waren so die. Danach bist du ja auch von, wo du Akquise ansprichst, bist du ja dann irgendwann auch in die Versicherungsbranche gewechselt. Ja, das war auch eher so, also grundlegend, wenn du in einem Lehrerhaushalt groß wirst, dann steht eigentlich schon fest, dass du später mal Lehrer wirst. Mhm. Meine Schwester ist auch Lehrerin geworden. Ich hatte das auch irgendwie so im Kopf, kriegst halt irgendwie so eingeimpft. Und dann habe ich mir gedacht, nee, aber jetzt gleich studieren nach dem Gymnasium. Und ich habe bayerisches Abitur gemacht, das war damals schon Zentralabitur und so weiter. Ich sage, jetzt immer nur Theorie, ich möchte mal ein bisschen sehen, wie es läuft. Dann habe ich gesagt, so, wo bewirbst du dich? Jetzt machst du mal 2 Jahre Ausbildung, Versicherung oder Bank. Dann habe ich gesagt, nee, ich möchte keine Anzüge tragen. Also bewirbst dich mal bei der Versicherung. Ne? So. Also das war so das Ding. Ich habe mich dann auch nur bei einer Versicherung beworben. Ich sagte so, entweder die nehmen mich oder ich studiere. Ne? So machen wir das dann. Die haben mich dann aber auch genommen. Das war die Bayernversicherung. Das ist ein Lebensversicherer der Sparkassen in Bayern, also was hier jetzt provinzial wäre, aber nur Lebensversicherung haben die gemacht. Und das war eigentlich das größte Glück, weil im Nachhinein verdanke ich dieser Ausbildung extrem viel, weil es ist eigentlich besser als eine Bankausbildung, weil die Lebensversicherer müssen ja auch ihr Geld anlegen, die geben Hypotheken aus, die geben Immobiliendarlehen aus, die investieren in Aktien, und das kriegst du alles gelernt, aber du stehst nicht am Schalter. Das heißt also, die ganzen Mit-Azubis, die ich sonst so kenne, die dann irgendwie Bank gemacht haben, die standen die ganze Zeit am Schalter und haben irgendwie Überweisungen ausgefüllt. Und bei uns war das einfach so, wir haben neben der Berufsschule auch noch 2 Tage die Woche richtig Schulung gekriegt, BGB, HGB, boah, Grundlagen und so weiter, kaufmännisch, Bilanz, Geldanlage, Hypotheken und so weiter. Also das war so das Ding von der Bayernversicherung, wir bringen die besten Auszubildenden raus. Schlecht. Und dann, so hat sich das dann einfach entwickelt. Und ich habe dann, während der Ausbildung habe ich dann angefangen, mal die eine oder andere Versicherung zu vermitteln und Immobilien zu verkaufen und Baufinanzierung. Ich habe als Auszubildender damals 1000 D-Mark im Monat verdient. Ja, dann habe ich eine Immobilie vermittelt, da habe ich 35.000 D-Mark dran verdient und eine Baufinanzierung mit Tilgungsaussetzung, also mit Lebensversicherung kombiniert, da gab es 25.000 für. Und dann habe ich mir gedacht, so, Berufsschullehrer? Macht keinen Sinn. Nö, fängst du doch mal an. Jetzt war aber mein Problem, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dass ich damals 22 war, aber aussah wie 17. So. Und dass es ein Riesenunterschied ist, ob du jetzt einfach mal zufällig einen Umsatz in deinen Kontakten machst,
der dir gerade vor die Füße fällt oder ob du das eben regelmäßig reproduzierbar machen möchtest. Ne? Und dadurch, dass meine ganzen Mitleute, die ich kannte, alle Studenten waren oder sonst irgendwas, hatte ich da jetzt auch keinen großen Bekanntenkreis, wo ich hätte anfangen können. Und so war ich dann praktisch von Anfang an gezwungen, Akquisewege zu finden. Wie kommt man an Kunden und wie kommt man effektiv an Kunden? Also ich glaube, es gibt keinen Weg, den ich nicht schon gemacht habe. Und irgendwann kam dann die erste Immobilie, deine eigene? Genau, die erste Immobilie kam relativ schnell. Also ich habe mich selbstständig gemacht im August 94. 92 habe ich Abitur gemacht, 2 Jahre Ausbildung. August 94 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Erstmal mit Finanzierungsvermittlung, weil das hat mir am besten gefallen, auch in der Ausbildung. Mhm. Habe dann Immobilienmakler akquiriert. Vielleicht kurz, Finanzierungsvermittlung für die, die es nicht kennen, was ist das genau? Das ist einfach, wenn jemand eine Immobilie hat oder eine Immobilie kaufen möchte, dann geht er ja üblicherweise zu seiner Hausbank, aber was ich, zum Beispiel Sparkassen machen nur gewisse Sachen, Deutsche Bank macht nur gewisse Sachen und Finanzierungsvermittler ist jemand, der verschiedene Bankkontakte hat, der versteht, was ist bei dem Kunden die Situation, wie viel Eigenkapital hat er, was ist das für eine Immobilie und dann anhand dessen entscheidet, wo bringt das hin, sodass es für den Kunden am besten ist, sowohl vom Eigenkapital her als auch von der Kondition und so weiter. Genau, so und nachdem ich eben aber keine Lust hatte, Kunden direkt zu finden, habe ich mir gedacht, wer hat die? Und dann habe ich mir gedacht, das sind Immobilienmakler. Die haben schon die Kunden, die mich interessieren und dann habe ich die halt per Telefon durchgebimmelt. Ne? Und so. Und das war auch sehr gefragt, die Dienstleistung, weil die Immobilienmakler hatten dann oft das Problem, die haben dann irgendwie eine Immobilie gehabt und dann ging der damit zu seiner Hausbank, dann haben die Schublade, ach, ist doch alles schlecht, guck mal, wir haben hier was viel Besseres. Und deswegen haben die das gerne über mich gemacht und da waren dann halt, also ich habe dann so 50 durchakquiriert und da waren dann irgendwann um die 10 dabei, die wirklich richtig gut waren und die auch es zu was gebracht haben. Und die habe ich natürlich ganz intensiv interviewt, hey, wie schaut's aus? Was würdest du heute anders machen, wenn du 20 wärst, was sind deine besten 5 Tipps, wie macht man das und so weiter, weil ich sag mal 30 Jahre Erfahrung sind ja in der Immobilienwirtschaft nichts, weil du kaufst ja was, nach 10 Jahren siehst du, hat es funktioniert. Siehst du erst, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, da fragst du doch mal lieber Leute, die es schon seit 30, 40 Jahren machen und da haben sich auch ein paar Ratschläge rauskristallisiert, die sehr sinnvoll waren. Was waren da so die wichtigsten Lektionen? Ja, ich meine, du hast ja auch schon mega viel Erfahrung. Also der im Immobilienbereich ist eigentlich das Wichtigste, dass du verstehst, wie eine Immobilie funktioniert. Da kann ich nur empfehlen, einfach mal meinen Podcast, Immobilieninvestor Podcast anhören, da gebe ich das Wissen auch weiter. Aber das Wichtigste ist der Hauptfehler, der einfach gemacht wird, Steuervorteil. Ne? Also es wird ja zu sehr auf den Steuervorteil geschaut und anstatt so die Gesamtrendite auszurechnen. Also einfach funktioniert die Immobilie gesamt. Ne? Also die meisten Verluste, die eigentlich gemacht wurden, sind immer, wenn Bereiche gehypt wurden und dann es große Steuervorteile gab und dann sind alle dahin gerannt und die Bauträger haben dann die Steuervorteile schon in die Preise einkalkuliert und wurde der Steuervorteil halt zum Bumerang. Das ist eigentlich so das Hauptding. Genau. Aber du hast gesagt, nochmal zurück zum Thema Versicherung, du hast gesagt, es hat dir extrem viel gebracht. Ich denke mal, ein großer Punkt ist auch dieses Thema Kaltakquise, weil das ist ja etwas, wovor sich voll viele Leute sträuben einfach. Ja, also ich sag mal so, ich halte Kaltakquise grundsätzlich nicht für sinnvoll. Warum, erzähle ich später auch gerne, aber ich halte es für extrem wichtig, es mal gemacht zu haben. Also ich habe sogar schon Umfragen von Tür zu Tür gemacht. Ne? Also auch als Schüler, da gab es eben dann alternative Delverlei, 10 Mark die Stunde bei 40 Grad oder alternative Interviewer. Ne? Das heißt, du hast an der Tür geklingelt, hast ein Interview mit den Leuten gemacht, aber die mussten ja auch mit Unterschrift bestätigen, dass das, du nicht gefaked hast. Ne? So, das war also schon etwas, das ist einfach gut, wenn man es mal gemacht hat, weil dann wird man auch ernst genommen. Und man weiß auch selber, also ich hatte halt immer ein Motto, das mich meiner Meinung nach relativ weit gebracht hat, und das hatte ich schon als kleines Kind, keine Ahnung woher, das lautete, das was du, da wo du Angst vor kriegst, machst du erst recht. War so, weiß ich noch, 3. Klasse, Grundschule, fragt die Lehrerin, wer möchte denn ein Referat halten über ein Thema, über sein Hobby. Na? Sie hat es ausgesprochen, ich hatte schon, oh Gott, bei der Vorstellung vor Leuten zu sprechen. Aber meine Hand ging sofort nach oben, weil ich mir gedacht habe, hey, das traust du dir nicht, jetzt erst recht. Ne? Sondern stand ich da vorne, habe natürlich Lampenfieber gehabt, alles mögliche, aber danach habe ich mich super gefühlt. Und das war etwas, was ich immer wieder gemacht habe. Also immer, wenn ich mir gedacht habe, boah, das traue ich mir nicht, dann erst recht.
Das hat ja auch seine, seine Negativsachen, dass ich irgendwann haben Freunde von mir gesagt, hey, wir klauen da. Und dann habe ich mir gedacht, oh, bei dem Gedanken, klauen kann ich nicht machen, sondern dann erst recht und so weiter. Ne? Also das hat, kann auch, muss man natürlich klar, intelligent anwenden, aber grundsätzlich ist das schon was, was mich sehr, sehr weit gebracht hat, diese Einstellung. Also so die Komfortzone aktiv zu erweitern. Ne? Kennt sicher auch jeder von meinen Zuhörern. Nee, will ich nicht. Wenn du dich dann da über die Linie bringst, dann fühlst du dich danach stärker und größer. Ne? Ja, klar, absolut. Genau. Das ist nicht ein endender Kampf. Das ist ja viele von, wir haben schon sehr oft gehört, dass diese Leute halt diese Angst vor dieser Kaltakquise haben. Was meinst du, wie könnte man dann sich gegen diese Angst ankämpfen? Wenn man gegen die Angst ankämpft, naja, also ich sag mal so, da gibt's verschiedene Methoden, wie man das macht. Aber wie gesagt, die Frage ist es überhaupt sinnvoll? Ne? Also als erstes, man immer, wenn es etwas gibt, wo man sich nicht traut, also jetzt den Mount Everest besteigen, ist, wenn du es an einem Tag machen möchtest, sehr beschwerlich. Jetzt angenommen, du würdest es auf ein halbes Jahr in Treppchen unterteilen, dann wäre es nicht mehr ganz so schlimm. Ne? Ja. Also einfach Sachen, die große Sprünge sind, einfach in kleine Schritte unterteilen. Und man kann es ja einfach mal so machen, man kann, also was ich jetzt zum Beispiel, einfach mal Freunde anrufen, aber nicht nur für ein Gespräch, sondern wirklich mal anrufen, so von wegen, ich stell mir vor, ich verkaufe dem jetzt was, ja. Sondern man muss ja nicht unbedingt wirklich was verkaufen, sondern man sagt so, ich verkaufe dem jetzt, dass er mir beim Umzug hilft, ja. So, und dann würde man als nächstes einfach mal einen Fremden anrufen und sagen, oh, Entschuldigung, ich habe mich verwählt und würde ein Gespräch anfangen. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Oder es gibt verschiedene Arten auch, wie man Vertrieblern die Angst vom Peinlichsein nimmt. Ganz harte Nummer ist, mitten in der Mittagsrush-Hour bei McDonald's musst du bei McDonald's drauf bestehen, einen Döner zu bestellen. Ja? Und zwar 2 Minuten lang. Zwei Minuten. So, das sind ziemlich lang, die 2 Minuten. Das Lustige ist aber, wenn du das mal gemacht hast, ja, danach weißt du, boah, jetzt habe ich das überstanden, alles andere ist ja nicht. Also da musst du schon wirklich extrem, oder lauf einmal in der Badehose über die Königsallee. Na, also das sind halt so Sachen, wo man einfach schon, wenn man sagt, das ist mir jetzt zu hart, weil das merkt man ja auch, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann teilt man das einfach in kleine Schrittchen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber Absagen, die gehören ja zur Kaltakquise sowieso. Also da gibt es teilweise Stories, wo man sagt, wow, das hat mich echt getroffen. Wie bist du mit solchen Absagen umgegangen? Naja, sagen wir mal so. Also ich hab mir dann immer Leute gesucht, die sich damit auskennen, und habe natürlich erstmal Absagen gekriegt und ich habe es immer verglichen mit Develei Ketchup-Abfüllung. Ja? Dachte mir, schlimmer als das kann es nicht werden. Übrigens, viele erfolgreiche Unternehmer, die ich kenne, haben eins gemeinsam: sie haben schon mal richtig scheiße Arbeit gemacht. Weil das hilft dir dann beim Durchhalten, wenn du wirklich schon mal wirkliche Mistarbeit machen musstest, dann sagst du auch, komm, da machen wir jetzt einfach weiter. Grundlegend ist es mit den Absagen so, man nimmt es halt zur Kenntnis oder sammelt sie sogar. Also man kann es ja zum Beispiel rumdrehen und kann sagen, so super, ich habe hier eine Konversionsrate, also eine Umwandlungsrate. Jeder 20. Also einer von 20 sagt ja, die muss ich natürlich erstmal kennen, sondern sammelst du halt einfach 19 Neins. Ja, so, weiß genau, okay. Also ich kenne sogar einen, der ist ein Telefonakquisiteur, der bedankt sich immer bei ihm. Mensch, danke, dass Sie keine Lust haben. Dann sagen die Leute, warum? Sag ich ganz einfach, wegen so und so. Aber grundsätzlich ist es so, wie gesagt, es ist nicht nötig, wenn man sich mit Marketing auskennt. Es ist nur gut, wenn man es schon mal gemacht hat. Ne? Aber auch das ist eine Sache, wo es Techniken für gibt. Also wie man kalt akquiriert, damit man eben keine solche Watschen kriegt. Ne? Was sind da für dich die Alternative, sag ich mal, zu dem Kaltakquise Numbers Game? Kurz noch, um da einzuhaken, um die Idee zu geben, wie macht man Kaltakquise, oder wenn man mal wo anrufen muss, wie macht man das? Ne? So, da kannst du jetzt zum Beispiel anrufen und sagst du, hallo, mein Name ist Alex Fischer, spreche ich mit dem Herrn so und so? So, dann sagt er ja. Na, so, und dadurch, es geht darum, dass schon ein abwechselndes Gespräch zustande kommt und nicht der am Telefon akquiriert, diese Belaberungsshow macht. Ne? So, und dann kann man zum Beispiel sagen, ach super, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und schon wieder kommt auf der anderen Seite was. Ne? So, und wenn man sich jetzt zum Beispiel in der Kaltakquise an den Dreierablauf hält, ich biete Ihnen, also ich mache, das bringt Ihnen, wie gefällt Ihnen das?
Also was ich, schauen Sie, ich sorge dafür, dass Sie jede Menge neue Kunden haben. Das machen wir über so und so. Mhm. Wie gefällt Ihnen das? Haben Sie da Interesse dran? Mhm. So, dann ist es eine klar strukturierte Frage, ein klar strukturierter Ablauf und dann gibt es da üblicherweise keine Probleme. Nur, wie gesagt, ich kann es nicht empfehlen, weil ich würde empfehlen, nur mit Kunden zu arbeiten, die auch wollen. Und das ist halt Push, wenn du Kaltakquise machst. Das ist manchmal sinnvoll, um VIPs zu akquirieren. Aber es ist nicht sinnvoll, um damit ein breites Geschäft aufzustellen. Aber gerade das ist ja das Schwierige, finde ich. Also wie findet man genau die Kunden, die wollen? Also. Mhm. Ja, das ist ja das, womit ich mich als Immobilienmensch beschäftigt habe. Im Internet findet man die. Und zwar ohne Ende. Jetzt komme ich aber aus der Immobilienbranche. Das ist, glaube ich, die offlineigste Branche, die es irgendwie gibt. Also das höchste des Online-Marketings ist Immobilien-Scout und eine Webseite. Das stimmt. Und das war auch der Grund, warum ich da mir ewig lang die Zähne dran ausgebissen habe, weil ich dachte mir immer, Mensch, toll, die anderen digitale Produkte, Software oder Konsumgüter, wäre das nicht toll, so, weil ich bin so Prozessorganisationsfreak. Ich finde das total toll, sowas einmal aufzustellen, ein System entsprechend zu betreiben. Und die Problematik dabei ist einfach, dass kein Mensch wird jemals eine Immobilie online kaufen, ne? Sondern wie gestaltet man jetzt den Verkaufstrichter, also den Ablauf vom Marketing bis sonst irgendwas? Und das habe ich halt dann nach 5 Jahren mühsam rausgefunden. Bin, glaube ich, auch der Einzige, der das wirklich beherrscht. Also sprich, wie fischt man Kunden online und holt sie dann ab einem gewissen Punkt offline und wie geht es offline weiter, sodass dann zum Schluss wirklich Verkäufe drankommen. Es ist egal, ob es Immobilien sind, es geht auch für Steuerberater, Rechtsanwälte oder also alles, was beratungsintensiv ist. Hat kaum einer gelöst bisher. Liegt auch daran, dass die Online-Marketing-Freaks gar keinen Bock darauf haben. Ne? Bei mir blieb nichts anderes übrig, ich war halt ein Immobilienmensch. Ne? Ja, das Gute bei dir ist echt dieser Mix zwischen Offline und Online, dass du beide Erfahrungen hast. Und das fehlt tatsächlich vielen, glaube ich, in dieser Internet-Marketing. Wenn du mich fragst, ist es sogar auch schlecht, weil Online hat extreme Vorteile, aber es gibt Schwächen vom Online. Sondern wenn du jetzt beide Welten miteinander verknüpfst, ja, dann kannst du die Vorteile der einen Welt nutzen und die Vorteile der anderen. Es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt Online-Marketing mache und ich habe eine gewisse Zielgruppe, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, mal den einen oder anderen Zielgruppenbesitzer zu akquirieren und das muss man nun mal offline machen. Man kann ihm natürlich eine E-Mail schreiben, aber irgendwann muss man sich mit dem treffen. Und wenn du dem dann einfach eine sinnvolle Kooperation verkaufen kannst, dann kann es sein, dass sich schon mal deine Kundenstämme verdoppelt haben, ja, sofern ihr euch nicht Konkurrenz macht. Weil das Hauptproblem ist, du verkaufst einfach deine Freiheit und deine Seele. Und ich habe zum Beispiel nie den Fehler gemacht, privat so viel Fixkosten aufzubauen, aber geschäftlich. Ne? Sondern ich bin dann hergegangen und habe, Sekretärin, wir brauchen noch einen Grafiker, wir brauchen dies, das, jenes. Und dann irgendwann arbeitest du nur noch fürs Geschäft, anstatt dass das Geschäft für dich arbeitet. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Mhm. Ich habe eigentlich nur einen ganz kleinen Kreis an Mitarbeitern. Und diese Mitarbeiter sind eigentlich keine Mitarbeiter, das sind eigentlich Führungskräfte. Und die managen einfach eine ganze Horde an Freelancern oder Kooperationspartnern oder auch Mitunternehmern. Ne? Mhm. So, weil wenn dann wieder die nächste Krise kommt, und Krise kommt ja aus dem Griechischen und das heißt eigentlich Neustart bzw. Chance. Und wenn man jetzt aber so viel Fixkosten hat, dann ist das kein Neustart und keine Chance, sondern dann ist das eine Katastrophe. Ne? So, und die Fehler habe ich natürlich auch alle gemacht, aber die mache ich immer nur einmal. Wie bist du denn damals dazu gekommen, Unternehmer zu werden? Ja, also ich dachte ja immer, dass ich Unternehmer wäre, als ich angefangen habe. Also ursprünglich war es einfach so, dass ich keine Lust hatte, unter irgendwelchen Hirnis zu arbeiten. Mhm. So, also weil ich habe dann in der Versicherung gearbeitet und ich hatte dann da Führungskräfte, wo ich mir dachte, du lieber Gott, wenn der mir was beibringen soll, nee, das möchte ich nicht. Das war die Ursprungsmotivation, aber ich war eigentlich überhaupt kein Unternehmer. Und viele von euren Zuschauern denken auch, sie wären Unternehmer, aber sie sind keine. Deswegen lass uns das mal definieren. Wir haben selbstständig und Unternehmer. Ein Selbstständiger ist eigentlich ein Angestellter, der auf eigene Rechnung arbeitet. Also sprich, der einfach seine Zeit gegen Geld verkauft. So. Klar. Und der Unternehmer ist jemand, der ein System erschafft, das für ihn Zeit und Geld erschafft. So, und wenn du kein System hast oder nicht an einer Maschine arbeitest, die ab jetzt für dich produziert, bist du eigentlich kein Unternehmer, sondern du bist Selbstständiger. Und das heißt, du arbeitest selbstständig. Das stimmt. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man von Anfang an, also ich mache jetzt mal ein plattes Beispiel, stell dir vor, du bist Schreiner, ja, dann baust du einen Stuhl.
Das ist auch okay. Man muss Stühle bauen und man muss sie auch erstmal zur Hand bauen, dass man weiß, wie geht es richtig. Aber der nächste Gedanke muss sein, wie baue ich an einer Maschine, die in Zukunft die Stühle für mich baut? Und in der Praxis läuft es dann so, ich muss meinen Stuhl schneller bauen als üblicherweise, um mir eine Stunde am Tag rauszuquetschen, um dann die Maschine zu bauen. Ja? Wenn man es dagegen so macht und sagt, oh, ich produziere jetzt gar nichts und baue jetzt nur Maschine, verhungert man. Sondern man muss ja in der Praxis beides gleichzeitig machen. Ne? Und das ist halt so die große Herausforderung. Aber es geht um das Bauen von Maschinen. Und diese Maschinen haben den Zweck, für einen zu produzieren. Ne? Und Maschinen müssen jetzt nicht unbedingt Stuhlmaschinen sein, aber ich sage mal, eine voll ausgebildete Sekretärin ist eine Maschine. Oder wenn du ein Business-Handbuch hast, wo einfach verschiedene Job-Descriptions drin sind, ist eine Maschine. Wenn du online automatisierte Abläufe hast, ist eine Maschine. Wenn du gute Verträge hast, die dafür sorgen, dass die Zielrichtungen der Geschäftspartner in die gleiche Richtung gehen. Also nicht, das ist das Problem angestellte Unternehmer. Der Angestellte wird bezahlt für Stunden, der Unternehmer wird bezahlt für Ergebnisse. Das ist schon mal ein Vertragswerk, das zu Ärger führen wird. In der Praxis wird der Angestellte auch nicht bezahlt für Stunden, weil wenn er keine Ergebnisse bringt, rechnet er sich irgendwann nicht, ist er auch nicht mehr da, aber es ist ihm nicht bewusst. Sondern idealerweise sind halt einfach Kooperationen und Verträge zu schließen, die eine Gleichrichtung der Interessen haben. Sprich, es wird gemeinsam gefeiert, es wird gemeinsam geweint. Und ich hatte ja da früher viele Fehler, wo ich zum Beispiel allein geweint habe. Ja? Im Immobilienbereich, also als Beispiel, du hast 10 Wohnungen, die Vermittler suchen sich die besten 5 raus, danach gehen sie wie eine Heuschrecke zum nächsten Objekt und du kriegst aber erst dein Geld, wenn du alle verkauft hast. Die haben ihre Provision gekriegt, ich habe aber keinen Cent gesehen. Ne? Sondern musste ich die schwierigen Wohnungen allein verkaufen, ne? So und so weiter. Und heute habe ich einfach andere Verträge, wo ich sage, nee, machen wir nicht so, ihr kriegt gar keine Provision, wir arbeiten zusammen. Das heißt also, wir schmeißen Einnahmen, Ausgaben alle in einen Topf. So, und dann wird der Gewinn anschließend verteilt. So, wenn also der Vermittler dann meint, oh, in dem Fall müssen wir dem Kunden noch eine Badewanne spendieren oder mit dem Preis runtergehen, dann ist das total in Ordnung, weil er zahlt ja die Hälfte oder einen Anteil davon. Ne? Und so meine ich eben Gleichrichtung. Zahlst du dagegen nur Provision, geht es darum, dass der Vermittler sagt, ja, ich stelle mich auf die Seite vom Kunden, weil handeln wir den Fischer noch 10.000 Euro raus, dann führt es einfach dazu, dass die Interessen nicht gleichgerichtet sind. Und so überlegt er sich, wenn er am Gewinn beteiligt ist, ob er diesen Nachlass geben möchte oder nicht. Und wenn er ihn gibt, dann hat er die Entscheidung so getroffen, wie ich sie wahrscheinlich auch getroffen hätte. Und dann gibt es auch keinen Ärger und keine Missstimmung. Ich frage mich irgendwie, du hast ja schon so viel erreicht, du hast so viele Wohnungen verkauft, entwickelt, verschiedene Themen. Was treibt dich jetzt eigentlich heute noch an? Also ganz ehrlich. Ja, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich eigentlich nicht mehr arbeiten müsste. Ne? So, jetzt muss ich aber sagen, dass ich seit Jahren gar nicht mehr arbeite, sondern einfach nur meinem Hobby nachgehe. Das ist zum Beispiel auch eine Empfehlung, die ich jedem geben kann. Fixkosten unten halten, wirklich schauen, was ist die persönliche Vision, Mission? Also woran hat man wirklich Spaß und was möchte man wirklich machen? Und das, was mir Spaß macht, ist Unternehmertypen Hilfe zu geben durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ne? Und das so effektiv wie möglich bedeutet im 1-zu-1-Gespräch, finde ich es okay. Vor 30 Unternehmern sprechen, finde ich umso besser, weil eine Stunde investiert, 30 klar, angekommen. Ne? So, das ist also, für mich ist wichtig Effektivität, maximaler Effekt, den ich kreieren kann. Und auch wirklich Feedback. So merkwürdig das klingt, ich war früher sehr, sehr auch geldmotiviert. Irgendwann, wie in Bayern sagen, kannst du auch nur einen Schnitzel fressen. Ich habe eine schöne Wohnung, ich habe ein schönes Auto, ich habe keine Kosten, ist alles bezahlt, alles wunderbar. Irgendwann sagst du, wofür das überhaupt? Und ich hatte vor 5 Jahren so ungefähr die Krise, wo ich ja gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich kenne Immobilien in- und auswendig, ich bin mehr so ein Pioniertyp, ich habe alle Checklisten, ich habe alle Prozesse, ich habe alle Abläufe, alles dokumentiert. Also wenn du jetzt alle Ordner nebeneinander stellst mit den ganzen Prozessen, ist das so groß. So, und immer wieder das Gleiche, ich kam einfach nicht mehr hoch. Jetzt ist es allerdings auch eine Unternehmerregel, dass man nicht den Ast absägt, auf dem man sitzt oder die Hand beißt, die einen ernährt. Ne? So, weil es war erfolgreich, ich habe damit sehr viel Geld verdient. Und dann hatte ich einfach das Problem, so, ich kann da jetzt nicht meine erfolgreiche Aktion einfach aus dem Fenster schmeißen, ja, aber andererseits kam ich auch nicht mehr morgens aus dem Bett. Sondern habe ich einfach etwas gemacht, vielleicht für die Unternehmer auch, die unter euch sind, die eine ähnliche Situation haben. Ich habe dann einfach aufgeschrieben, was hasse ich an meiner Arbeit. So einfach so lange, bis mir nichts mehr einfiel. Und dann bin ich einfach hergegangen und habe das ins Gegenteil umgekehrt. Also ich habe zum Beispiel gehasst, immer das Gleiche machen. Hasse ich.
Ja, so das Gegenteil davon ist immer wieder Neues machen. Oder das Gegenteil davon ist alte Sachen automatisieren. So, und das habe ich dann gemacht. Und so kam ich dann in den Online-Marketing-Bereich, weil ich bin eigentlich so ein Kreativtyp. Ich bin jetzt zwar kein Künstler, der Bilder malt, aber ich mag Sachen zu erschaffen und Maschinchen zu bauen und funktioniert das und Know-how zu destillieren, also was funktioniert, ne? Das so lange zu testen, bis ich sage, so, jetzt funktioniert das und dann übergebe ich das jemandem, der betreibt es dann und dann möchte ich mich eigentlich auf die nächste Sache machen. Also das ist das, was mich halt so antreibt. Und wie ihr wisst, habe ich ja, was weiß ich, einen Podcast, ich habe verschiedene YouTube-Kanäle und so weiter und mir macht es halt wahnsinnig Spaß, Wissen rauszugeben an Leute, die das zu schätzen wissen. Mhm. Und das sind halt meistens Unternehmertypen. Also einfach nicht unbedingt, der ist schon ein Unternehmer, aber es ist ein Unternehmertyp. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Praktikant, der ist gerade 17, das ist ein totaler Unternehmertyp. Ne? Der hat noch nie in seinem Leben gearbeitet, aber das merkst du sofort. Ne? So wie er denkt, wie er macht, wie er arbeitet. Und das macht halt Spaß, weil die nehmen einen Ratschlag an und setzen ihn sofort um. Ne? So, den brauchst du nicht treten, was ist denn jetzt, sondern sagen, ah toll, das kann ich anwenden. Juhu, legt los. Und dann sagt er, du, ich habe es angewendet, hat aber nicht ganz funktioniert. Und dann sage ich, ja, wie hast du es denn gemacht? Nee, das musst du so, ah ja, so, super und so weiter. Ne? Und wow. Das macht einfach Bock. Was würdest du dann sagen, ist denn für dich ein Unternehmertyp? Also woran erkennst du das? Ein Unternehmertyp ist jemand, der aus sich heraus Antrieb hat. Also er folgt einer Zielsetzung. Viele Unternehmer wissen die Zielsetzung nicht genau, was sie ist. Die ist aber sehr leicht zu erkennen. Alles, was Spaß macht, ist die richtige Richtung. Alles, was keinen Spaß macht, ist die falsche Richtung. Der Trick ist nur, wie verbindet man das mit Geld verdienen? Also so, dass man auch seine Kosten bezahlen kann und so weiter. Grundlegend, wie gesagt, Unternehmertypen haben Lust zu organisieren, sind bereit, sind Pioniere, also müssen auch kreativ sein, müssen furchtlos in unergründetes Terrain wollen und sie müssen vor allem bereit sein, Maschinen zu bauen und auch zu betreiben. So, und ein Unternehmertyp hat halt einfach so einen Drive raus, zum Beispiel Wissen. Also ich kenne keinen Unternehmertyp, der nicht Lust hat, sich mengenweise Wissen reinzupfeifen. Ja? Und damals, als ich gestartet habe, da gab es keine Internetsuchbegriffe und so weiter und so weiter. Es fing da gerade so an. Also so ein paar ganz exotische Leute auf Unis hatten mal einen Browser, aber war noch gar nicht üblich. Und das Problem ist, wie bist du da an Wissen rangekommen? Ja? Videos gab es sowieso nicht. Wenn ich hätte es da in die Bibliothek gehen müssen, da tonnenweise Bücher und jetzt? So, heute gibst du einen Suchbegriff ein und kannst ja aussuchen, was du machen möchtest. Ne? So, und das ist zum Beispiel was alle wir Unternehmer gemeinsam haben, meiner Meinung nach extremer Wissensdurst, aber anwendungsbezogener Wissensdurst. Ne? Nicht theoretisch so, ich möchte schlau daherreden, einen Titel bekommen oder so, sondern jeder Unternehmer stellt sich doch insgeheim die Frage, wie kann ich das anwenden? Genau, so das ist eigentlich so. Und Drive, also einfach Drive, dass für den Zeit, was rauszufinden oder an was zu basteln, das ist für den nicht Belastung. Also zum Beispiel früher als auszumüllen, oh, erst eine Stunde rum. Ja? Also heute, Mist, schon ja, wieder vier Stunden rum. Waren gefühlt 20 Minuten. Mhm. Also das Meinst du, jemand, der diesen Drive nicht hat, kann ihn entwickeln oder ist es eine DNA-Sache? Eine DNA-Sache ist es sicher nicht. Vom Prinzip ist es so, man muss halt das finden, was einem wirklich Spaß macht. Und da macht man einen meisten völlig unabhängig davon, was man jetzt gerade arbeitet, muss man sich halt einfach überlegen, was macht mir wirklich Spaß, auch wenn ich ein Hobby habe. Ne? Also jetzt angenommen, ich angle, dann sage ich so, was ist das, was mir am Angeln Spaß macht? Naturverbundenheit, was Jagen, Spannung, und von dort aus muss man dann halt die Richtung finden, wo einem Spaß macht. Ne? Als Unternehmer kriegt man natürlich auch viel Tisch eins drauf und da muss man auch schmerzresistent sein. Und die Frage ist, will man das? Ne? So, und wenn man das nicht will, besser sein lassen. Jeden Tag besuchen uns ganz, ganz viele Leute. Die wollen herausfinden, wie denkt ein erfolgreicher Unternehmer? Was zeichnet ein Unternehmen aus? Das hast du schon sehr, sehr gut gesagt. Aber was sind so deine Tipps für jemanden, der jetzt gerade sein eigenes Unternehmen aufbauen möchte? Der es gerade frisch aufbauen möchte? Das ist super, dass du mir diese Frage stellst, weil da gibt es nämlich etwas, was man unbedingt beachten sollte. Das Wichtigste, was du haben musst, wenn du startest oder auch wenn du schon gestartet bist, solltest du es unbedingt überdenken, ist die Strategie. Jetzt ist das Wort Strategie leider das meist inflationäre Wort, das ich kenne. Lass uns mal kurz ein bisschen da reingehen. Strategie kommt von Strategos, griechisch heißt der General. Und das kommt wiederum von Stratos,
Das heißt Armee und AG ihn führen, also der, der eine Armee führt. Mhm. So, und was man dabei verstanden haben muss, es kommt eigentlich aus der Kriegsführung und ein General würde jetzt eine übergeordnete Vorgehensweise etablieren, wie man zum Beispiel Frankreich einnimmt oder so. Ne? Der würde sich weder nicht so sehr mit den Details beschäftigen, sondern wie mache ich eine Strategie? Und bei Strategien geht es darum, dass man idealerweise, das ist ganz wichtig, bestehende Strömungen aufgreift. Beispiel. Und das ist der Fehler, den die meisten Unternehmer machen. Sie beschäftigen sich sehr mit operativen Sachen und auch mit taktischen Sachen. Als Beispiel, ich bin mitteltrainiert, aber ich wette mit jedem von euch, dass ich gegen einen Olympiasieger im Schwimmen auf 1000 Meter gewinne, und zwar gegen jeden. Ja, da guckst du nach. So, wenn ich dir die Antwort sage, das ist ganz einfach. Wenn ich entscheiden darf, dass ich rein abwärts schwimme und er rein aufwärts schwimmen muss. So, ich weiß, das ist lustig, aber eigentlich nicht so, weil das ist nämlich genau der Fehler, den die meisten Unternehmer machen. Weil die Unternehmer überlegen sich, wie kann ich mehr Kraft bekommen? Wie kann ich schneller schwimmen? Wie kann ich meine Aerodynamik oder meine Aquadynamik verbessern? Wie kann ich dies, das, jenes machen? Aber kein Mensch achtet darauf, was sind bestehende Strömungen und wie kann ich die surfen? Also wie kann ich die aufgreifen? So, und das meine ich eben mit Strategie. Mit Strategie geht es einfach darum, dass man sich Strömungen anschaut, die existieren und die aufgreift. Mhm. So, und da gibt es ein paar sehr wichtige Punkte zum Thema Strategie, die man wissen sollte. Das erste, der größte Fehler, der gemacht wird, ist zu breit. Mhm. Kein Startup-Unternehmer, keiner schafft es, wenn er eine zu breite Zielgruppe hat. Das heißt also, du musst dich auf eine sehr, sehr enge Zielgruppe konzentrieren. So eng wie möglich. Frei nach dem Motto, lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der Stadt. Ja? So, und von dort aus, wenn dir diese Zielgruppe gehört, von dort aus kannst du dann anfangen, breiter zu werden. Aber wenn du am Anfang mit wenig Geld, wenig Organisation, wenig Ressourcen, wenig ausgebildete Leute versuchst, 10, stell dir vor, einfach vor, VW würde seine ganzen unterschiedlichen Autotypen, alle über das gleiche Assembly Line, wie heißt das auf Deutsch? Produktionsband, Förderband laufen lassen. Es bräuchte ein Genie an Produktionsleiter, um dieses Ding am Laufen zu halten. Ne? So, und wie machen die es tatsächlich? Ein Auto, ein Produktionsband dafür. Ne? So, und deswegen ist es sehr wichtig, am Anfang sehr, sehr eng zu sein und sich auf diese Zielgruppe zu spezialisieren. Jetzt kriege ich dann oft die Frage gestellt, Alex, ja, woran erkenne ich denn, dass ich jetzt eng genug bin? Ganz einfach, das erkennst du daran, wenn du einen gemeinsamen Kittelbrennfaktor etablieren kannst. Ein Kittelbrennfaktor ist der Faktor, wo du siehst, es gibt ein gemeinsames Problem, etwas, was die Leute wirklich stresst. Und daran erkennst du auch eine gute Zielgruppe. Erstens, sie haben einen Kittelbrennfaktor und sie haben einen gemeinsamen. Wo sie wirklich sagen, ich habe da was, was ich lösen möchte. Und wenn du also enge Zielgruppe hast, Kittelbrennfaktor, plus dann eine Innovation machst, die dieses Problem löst, dann kommst du von ganz allein zu Kunden. Und es ist dann auch sehr leicht. Es ist nicht viel Arbeit, weil du hast immer die gleichen Kundentypen. Was ich zum Beispiel, niedergelassene Ärzte, die unternehmerisch denken und expandieren wollen, die Single sind und im Alter von so und so bis so und so, na, die haben alle die gleichen Probleme. Ne? So, und wenn du dann dafür eine Innovation hast, dann laufen die die Bude ein. So, und wenn du dagegen zu breit bist und sagst, ich mache Immobilien für Gott und die Welt oder Finanzdienstleistungen für Gott und die Welt oder Produkte für Gott und die Welt, dann hast du ein Problem. Und das Problem ist die Denkweise, weil man denkt, wenn man zu wenig Kunden hat, muss ich mich breiter aufstellen, um mehr zu bekommen, aber das ist wirklich ein extremer strategischer Fehler, weil die Leute kaufen gerne beim Spezialisten. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe mich auf etwas spezialisiert, dann kommen die lieber zu dir als zu dem anderen. Dagegen, wenn du zu breit bist, dann bist du niemand. Na, also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger strategischer Tipp, den ich jedem geben würde, der gerade startet. Also hoher Bedarf, enge Zielgruppe, hohe Nachfrage oder hohes Problem. Und dann einfach bestehende Strömungen aufgreifen. Oder nehmen wir mal, also ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie Apple groß geworden ist. Also es war sehr schwierig, diese Informationen rauszukriegen, weil die auch nicht öffentlich verfügbar sind. Beziehungsweise Microsoft. Fangen wir mal mit Microsoft an. Bill Gates ging, die sind ja sehr schnell sehr groß geworden. Bill Gates ist hergegangen und hat irgendjemandem für $5,000 Microsoft DOS abgekauft. DOS heißt Disk Operating System und war der Vorgänger von Windows. Ne? So, und dann ist er nicht hergegangen und hat Werbung gemacht und hat Handelsvertreter eingestellt, um von Computerladen zu Computerladen zu laufen, sondern hat genau das gemacht. Er ist hergegangen und hat gesagt, so, jetzt gehen wir mal zu IBM und hat den IBM-Jungs gesagt, ihr habt ein Problem. Dann haben die gesagt, ah ja, welches denn?
Sei ganz einfach. Man kauft bei euch einen Computer, schaltet ihn an und er geht nicht, weil kein Betriebssystem drauf ist. War damals so. So ein wissenschaftliches Ding eigentlich gewesen. Genau. So, und man musste eigentlich Freak sein, um das Ding, also man musste schon 10 Computer gehabt haben, um überhaupt mal einen anschalten zu können. Na, dann habe ich gesagt, schau mal, wäre das nicht toll, wenn ihr eine Software hättet, wo man es anschaltet und dann kann man sofort anfangen, das als Rechner zu benutzen. Heute ganz normal. Dann haben die gesagt so, ja, das wäre schon schön, weil wir könnten ja eine viel größere Zielgruppe auf einmal erreichen, wir könnten unseren Umsatz erhöhen und so weiter und so weiter. Und dann hat er gesagt, zufälligerweise habe ich alles schon fertig und ich gebe es euch für ein paar Cent oder Dollar pro Rechner. Mhm. Die haben gesagt, Mensch, toll. Und somit der Rest ist Geschichte. Ne? Okay. So, und das war eine bestehender Kittelbrennfaktor, enge Zielgruppe, bestehender Kittelbrennfaktor. Und je mächtiger, ich sag mal, der Partner ist, der den Kittelbrennfaktor hat, desto besser natürlich deine Strategie. Ne? Oder Apple hat zum Beispiel eine Hauptstrategie, sie gehen nie in umkämpfte Märkte, sie eröffnen neue. Ne? Es gab vorher keinen wirklichen iPod oder MP3-Player. Es gab so ein paar kleine, aber es gab nicht einen Standard. Ne? Danach das iPhone, haben sie einen völlig neuen Markt entwickelt. Dann iPad, völlig neuer Markt und so weiter und so weiter. Die eröffnen also immer nur neue Märkte, wo sie konkurrenzlos sind. Das ist zum Beispiel auch eine Strategie. Sehr schwierig, aber ist auf jeden Fall ein Weg. Du hast das Microsoft-Thema angesprochen. Das ist ja auf jeden Fall etwas, was man auch so in Büchern liest und so weiter und so fort. Also unsere Leser, die interessieren sich immer sehr, was lesen Unternehmer für Bücher. Gibt es da jetzt bei dir welche Bücher, die du gelesen hast oder zur Zeit? Ja, also was ich sehr empfehlen kann, ist das... ein Buch, das heißt 80-20 Marketing, gibt es allerdings nur auf Englisch. Da wird einem sehr genau erklärt, wie man als Unternehmer denken sollte in Bezug auf Marketing. Grundsätzlich sollte man Rich Dad Poor Dad gelesen haben, das ist jetzt nichts Neues, aber einfach, dass man mal die Basics, weiß. Ich empfehle immer wieder, jetzt nicht nur ganze Bücher zu lesen, sondern auch so Studien. Als Beispiel, kürzlich habe ich eine Studie gelesen. Ich weiß nicht die exakten Zahlen, aber... Und das ist vielleicht auch für eure Zuhörer sehr, 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 sehr wertvoll. Und zwar wurden dort 1500 Leute, die Potenzial hatten, also einen gewissen IQ hatten die, die waren angetrieben, wollten was werden, die hat man über 20 Jahre beobachtet, alle halbe Jahr ein Interview geführt. So, und schätzt mal, wie viele davon Millionär wurden von diesen 1500? Das ist also schon lange her, diese Studie ist 20 Jahre alt, aber trotzdem. Bruchteil. Nee, trotzdem 150, also 10%. Mhm. So. Und dann ist man hergegangen und hat gesagt, so, von diesen 1500, was war die Motivation? Und da waren die einen, die haben gesagt, oh, ich möchte gerne eine Vision machen, weil ich cool finde, Geld ist mir nicht so wichtig. Und die anderen haben gesagt, nee, ich will finanzielle Freiheit erreichen. So. Jetzt schätz mal, wie sich die Gruppen aufgeteilt haben ungefähr. Wahrscheinlich genau umgekehrt. Genau, es waren ungefähr 150 Leute, die in der Vision gefolgt sind und ungefähr 1350, die einfach finanzielle Freiheit, was ja eine starke Motivation ist, verfolgt haben. So, jetzt schätzt mal, wie sich die Millionäre auf diese beiden Gruppen verteilt haben. Jemand, der sein Unternehmen liebt und jemand, der einfach nur Geld möchte. Ja, nicht unbedingt nur Geld, aber finanzielle Freiheit. Halt. Ja. Ja, die wahrscheinlich mit der Vision haben es geschafft. Ja, aber wie viele Millionäre waren wie viel von den 150 wurden Millionäre, wie viel von den 1350 wurden... 80-20. Nee, viel schlimmer. Du musst dir vorstellen, wirklich 99% der Visionäre wurden Millionär. Einer nur von den 1350 ist wirklich Millionär geworden. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Tipp. Deswegen tu, was du liebst. Also du musst wirklich Spaß dran haben, dein Produkt nach draußen zu geben. So, das ist zum Beispiel bei mir, ist das Wissen, ich gebe gern Wissen weiter, Immobilien, ja klar, die sind gut, das mache ich seit 20 Jahren, aber trotzdem, ich gebe sehr viel Wissen zu Unternehmertum weiter und auch zu finanzieller Intelligenz und zu Marketing, also einfach das, wo ich sage, boah, das hat mir richtig geholfen. Und du musst einfach das raustun, was du wirklich möchtest, weil Geld, und das verstehen viele nicht, ist ja eigentlich ein Gutschein dafür, dass du mal für Ware oder Dienstleistung. So, das heißt, es ist nichts anderes als ein Gutschein. Und das Problem des Geldes, Geld hat einen riesen Nachteil. Muss ich ein bisschen zurückgehen, früher war es so, war Tauschhandel. So, ich habe Brote angeboten, du Eier. Jetzt gebe ich dir mein Brot, du gibst mir Eier, super. Woche später treffen wir uns wieder, ich gebe dir wieder mein Brot, du sagst, nee, danke, will ich nicht. Kriege ich keine Eier. Sondern frage ich ja, warum denn nicht? Dann sagst du ganz einfach, es ist innen matschig, dein Brot. Schmeckt nicht und außen verbrannt. So, dann sage ich, ah, okay. Geh nach Hause, finde raus, was ich falsch gemacht habe, bring dir das Brot wieder, sag, schau, hier, Eier, super, habe ich wieder Eier, alles schön.
sondern so praktisch Geld ist als eine Art Lageradapter oder Zwischenlager für Waren oder Dienstleistungen und auch um, wenn ich jetzt eine Kuh gehabt habe und du Eier, war das natürlich ein Problem. Aber es ist sehr, sehr praktisch, hat aber einen gravierenden Nachteil. Es verdeckt den Tauschhandel. So. Und wenn Leute kein Geld haben, bedeutet es übersetzt einfach eins: Das, was du lieferst, will keiner haben. Punkt. Ja? So, und das verdeckt das Geld. Früher war das ganz offensichtlich. Ja, warum isst du mein Brot nicht? Schmeckt scheiße. So, dann habe ich es gehandhabt, schon lief es wieder. Na, heute sagen die Leute, ich muss Geld machen. So, aber Geld macht man nicht, sondern man liefert, liefert, liefert und dann kommt das Geld von selber. Und das passt auch mit dieser Studie zusammen, die ich euch gesagt habe. Ja, klar. Ne? So, und der Fokus muss auf Lieferung, auf Rausgeben sein und nicht auf Reinziehen von Geld. Ja, das kann schon mal ein bisschen Geld reinziehen, aber es macht meistens Swupp und hüpft genauso schnell wieder raus, wie es reingezogen wurde. Ne? So, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen kann, wenn ihr euer Produkt nicht mögt, sucht euch ein anderes. Irgendwas, wo ihr wirklich sagt, boah, das müssen alle haben. Steve Jobs, jeder soll mit einem weißen Ohrhörer durch die Gegend laufen. Ne? So, das waren halt, ja, so die, waren halt so die Sachen. Du beschäftigst dich ja jetzt vor allen Dingen auch stark mit dem Thema Internetmarketing und hast ja extrem viele kostenlose Videos zum Thema finanzielle Intelligenz, Immobilieninvestments und ja, was kann man da alles noch von dir bekommen? Also vielleicht für die Leser, die es interessiert. Ja, also vom Prinzip erstmal, warum ich das mache. Ne? Einfach, weil es mir Spaß macht, cooles Wissen rauszugeben, es selber zu recherchieren. Also mein Hobby ist Wissen. Nur das Problem ist, man liest einfach, ich sag mal, ein ganzes Buch und es stehen drei wertvolle Informationen drin, vielleicht nur zwei, dafür 10 sinnlose Informationen, die, wenn man sie annimmt, einem eher zurückwerfen. Ne? Sondern ich sehe meinen Job einfach, durch meine Erfahrung das Zeug zu filtern und zu sagen, wow, das ist eine tolle Information und die dann kurz und knackig rüberzugeben. Ich habe da natürlich speziell, was ich Immobilieninvestor Masterkurs, wo es darum geht, wie investiere ich sinnvoll in Immobilien. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch noch, wie funktioniert Online-Marketing. Ich werde jetzt einen speziellen Marketing- und Strategiekurs rausgeben, wo ich diese ganzen Sachen, die ich in Strategie schon angedeutet habe, genau, es gibt so 40 Magical Questions, die man sich stellen kann, um seine Strategie zu überprüfen. Zum Beispiel, wer hat die gleiche Zielgruppe und ein anderes Produkt, ist ein potenzieller Kooperationspartner und so weiter. Und da gibt es richtig cooles Zeug. Wie kann ich mir ein Expertenbranding verschaffen und so weiter und so weiter. Also da gibt es halt so Fragen, die einem einfach dafür sorgen, dass man Rückenwind hat. Und ich sehe mich halt, wie gesagt, so drin, Wissen zu destillieren und es dann einfach rauszugeben. Das mache ich aus verschiedenen Gründen. A, weil es mir Spaß macht. B, weil es eine extrem gute Investition ist, weil für so ein Video zu drehen brauche ich insgesamt inklusive Schnitt 90 Minuten. Für so ein 10-Minuten-Video inklusive Skript, Recherche, tralala. Aber wenn ich das dann veröffentliche, habe ich am ersten Tag 300-400 Views, mal 10 Minuten sind 4.000. Das heißt, 90 Minuten investiert, 4.000 haben es konsumiert, ist eine gute Investition, finde ich cool. Also ich liebe gute Investitionen. So, der nächste Punkt ist, es sorgt natürlich auch dafür, wenn du Leuten hilfst, wie gesagt, Geld ist ein Gutschein für Lieferung, das funktioniert auch wenn er mir dann vielleicht sagt, Mensch Fischer, das ist ja jetzt nicht ganz so mit Zahlen, Daten, Fakten belegbar, aber meine Erfahrung ist die, wenn du einfach Wert nach draußen lieferst, kommt Geld auch wieder rein. Ne? So, das heißt, also ich mache mir weniger Sorgen um Geld, sondern ich sorge einfach dafür, dass ich cooles Zeug liefere, wo die Leute sagen, das ist aber cool und dann kommt das Geld schon. Ne? So, und da muss ich mir nicht wirklich Sorgen machen und selbst wenn keines käme, würde ich es auch überstehen. So, und die Idee ist auf meiner Webseite alex-fischer-düsseldorf.de, muss ein bisschen Werbung machen für mich. Dort könnt ihr euch x Videos reinziehen und so weiter. Da sind über 400 drauf dann. Bis Jahresende werden es 1000 werden. Eben zu allem, was Unternehmertum betrifft, zu Marketing, zu Verkauf, zu Vertrieb, zu Strategie, auch wie muss ich meine Finanzen als Unternehmer aufstellen. Ja, also wie mache ich meine Finanzplanung so, weil ich weiß, wie es falsch geht. Ne? Also ich weiß aber auch, wie es richtig geht. Tipps mit Banken, wie erhöhe ich meine Bonität, wie mache ich dies, wie mache ich das, weil ich mache ja die ganze Zeit nichts anderes außer Kredite. Ne? Und da gibt es halt einfach Wissen dazu, was Leute unglaublich wertvoll finden und ich wusste früher gar nicht, dass das so wertvoll ist. Und das liefere ich da halt praktisch frei raus. Ne? So, und ich werde jetzt auch noch ich habe jetzt aktuell einen Immobilien-Podcast, ich werde jetzt noch einen Unternehmer-Podcast machen und weil eine unserer Zielgruppen Ärzte sind, auch einen Ärzte-Podcast. Ne? Also die werden wir dann
da einen Start bringen und es macht halt einfach unglaublich Lust, diese Maschinchen zu bauen, weil ein Podcast ist eine Maschine, ein Video ist eine Maschine und das sind alles sehr, sehr gute Investitionen und deswegen mache ich das halt so. Ne? Und was sind da irgendwie so deine Pläne für die Zukunft? Also das natürlich weiter ausbauen, vermute ich, und dann? Also ich werde ungefähr Ende 2018 werde ich das operative Immobiliengeschäft einstellen, das heißt ich selber werde keine Immobilien mehr ankaufen und handeln, sondern ich werde mir dann lauter kleine Alex Fischer suchen, so wie ich vor 20 Jahren war oder vor 15. Und zwar 10 Stück. Und dann sage ich, Freunde, wir machen das so, ich beteilige mich zu 30% jeweils an eurer GmbH. Ihr seid Gesellschaft, Hauptgesellschaft, ihr seid auch Geschäftsführer. Und ich stelle euch die Kontakte her, ich gebe euch die Maschinchen dafür, ich coache euch und so weiter. Weil ich möchte einfach nur noch mit Unternehmern arbeiten. So, nicht mehr mit unbedingt, was ich mit dem Buchhalter diskutieren, was jetzt bei der Umsatzsteuerprüfung rauskam, sondern einfach wirklich Unternehmer. Und das, denke ich, ist auch wieder ein hoher Mehrwert. Also mir ist Mehrwert immer sehr, sehr wichtig, weil der spart sich unglaublich viele Fehler im Immobilienbereich. Wenn ich das damals gehabt hätte, ich habe ja die Kontakte oder auch die ganzen Online-Sachen, die ich dafür habe. Ne? Also bei mir melden sich am Tag 40 Leute an, die gern mehr wissen möchten über Immobilien. So, und ich kann die gar nicht bearbeiten. Das ist so viel, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und da möchte ich halt dann Sachen machen und vor allem lerne ich auch was von denen. Ne? Weil jeder von denen hat zum Beispiel eine schlaue Idee, wo ich sage, oh, das ist aber cool, ne? Coole Idee. So, ich weiß aber auch, welche Ideen funktionieren werden und welche nicht. Ne? Also wenn man eine gewisse Erfahrung hat, weiß man einfach, nee, das funktioniert aus den Gründen nicht, aber oft kommen auch Leute mit Ideen um die Ecke, wo ich sage, wow, da bist du selber nicht drauf gekommen. Ne? Und das ist dann der Grund, warum ich das machen möchte. Und dann fokussierst du dich weiter auf das Thema Online und ja, mal sehen, was da passiert letztendlich. Ja, grundsätzlich ist es halt so, mir ist zum Beispiel jetzt, also ich habe eine sehr, sehr klare strategische Planung, auch mit strategischen Regeln. Und eine strategische Regel ist halt, dass jedes Projekt, das ich anfange, mich nicht reinsaugen darf. Das heißt, ich möchte mich jederzeit davon zurückziehen können. So, also alle Projekte, an denen ich aktuell arbeite, kann ich auch sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt mache ich 2 Wochen Pause. Mache ich zwar nicht, aber es ist schön, die Wahl zu haben. Und das habe ich noch nicht in allen Bereichen, weil wenn ich jetzt eine Betriebsprüfung kriege, muss ich mich damit auseinandersetzen. Das ist schon alles stark reduziert. Ich habe einen Office-Manager und so weiter, aber trotzdem. So, und jeden dieser Punkte, der mich noch praktisch festkette, die möchte ich dann lösen, ja, ne, so, um einfach noch freier zu werden. Ne, so, und das war ich zum Beispiel als Selbstständiger, also nicht als Unternehmer, war ich das definitiv nicht. Gibt es da einen Grund dann dafür, warum gerade 2018? Na, das ist einfach so die Zielplanung, weil ich bis dahin mit meinen anderen Sachen fertig bin. Und das ist halt so eine Zeit, um das alles noch so hinzustellen, weil ich muss ja diesen kleinen Alex Fischers auch Mehrwert liefern. Okay. Ich kann ja nicht einfach sagen, ihr rackert jetzt und ich bin beteiligt, sondern die müssen ja was davon haben und sie müssen mehr davon haben und zwar wesentlich mehr, als wenn sie es allein machen würden. Ne? So, und bis dahin habe ich diesen ganzen Mehrwert aufgebaut und einen Großteil habe ich eigentlich schon und kann das dann auch mal klein testen schon mal bis 2018, aber 2018 möchte ich mich dann wirklich in diese Richtung vorgehen. Also es geht darum, einfach auch das Thema Immobilien skalierbar zu machen. Also sprich, weil ich kann zwar sehr viel verkaufen, ich kann auch sehr viel ankaufen, ich habe sehr, sehr viel Kontakte, das ist alles nicht das Problem, aber wenn du das zentralisiert machst, bleibt das halt alles an dir hängen. Ne? So, und dann gibt es, sagen wir mal, 2 Monate gar nichts und dann kommt alles gleichzeitig und dann kippst du aus dem Latschen. Ja, so, und um das zu vermeiden und um das skalierbarer zu machen. Und es wird dann auch so eine Wasserkopforganisation. Weißt? Die Leute fangen sich dann an, sich gegenseitig im Weg rumzustehen und so hast du halt kleine Gruppen, die alle schön effektiv bleiben, maximal 5 Leute und die zusammen eine große Macht ergeben. Und das finde ich halt cool. Das ist super. Ja. Und jetzt so der aktuelle Stand, hast du jetzt schon eins von? Also momentan kümmere ich mich noch gar nicht drum, aber dadurch, ich sag mal so, wenn ich jetzt in meiner Community sagen würde, hey, wer hat Lust mit mir zu arbeiten, also momentan werde ich einmal die Woche angeschrieben, hey, kannst du nicht oder möchtest du nicht oder was auch immer. Und ich würde gerne bei dir arbeiten, ich würde gerne bei dir lernen, also da sehe ich nicht das Problem, drin. Es müssen dann nur auch die Leute sein, die halt, dass wir zusammenpassen, einfach auch von den Zielsetzungen her. Bei mir zum Beispiel das Wertliefern sehr wichtig ist und viele, viele Junge, die wollen halt erstmal die große Markt machen. Und wie wir jetzt beide aus der Studie wissen oder wie wir alle drei aus der Studie wissen, funktioniert das leider nicht so. Ne?
Ja. Genau, und auch zum Beispiel das mit dieser Studie, da wird es ein Video drüber geben. Und ich habe halt sehr, sehr viele so Studien rausgekramt. Die meisten gibt es auf Englisch und die meisten gibt es auch nicht so einfach, weil die nicht veröffentlicht werden, sondern das sind Firmen, die das machen. Und die geben es dir auch nicht so einfach, sondern du musst Tauschware haben. Also du musst was haben, was die gebrauchen können. Dann kannst du sagen, komm, was habt ihr? Gib mir mal was anderes Wertvolles dagegen. Ja, so, und das kondensiere ich halt, bringe es in ein 10-Minuten-Video, aber immer anwendbar. Ne? Also so eben für Unternehmer. Was ich, ein normaler Angestellter, fände es wahrscheinlich zu schnell. Ne? Aber so ein Unternehmer, der will einfach, komm, zack, auf den Punkt. Information. Genau. Ja, super. Ja, wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deinen Zielen für die Zukunft und sind gespannt. Wir werden auf jeden Fall verfolgen, was du noch machst. Schön. Und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, war mir ein Vergnügen mit euch. Ebenso. Ja, bis dann. Kein Problem. Danke, ciao, ciao. Danke.